Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Spiritfarer. Wir haben in der letzten Folge Jackie zu Immerforte gebracht und ihm damit die Weiterreise ermöglicht. Aktuell hat sich dann Buck dazu geäußert, kaum dass wir aus der Immerforte wieder kamen, dass er ja bisher noch nicht zu Immerforte wollte oder konnte. Liegt wohl daran, dass Stella doch hier ist. Also er bleibt so lange hier an Bord, bis Stella bereit ist, weiterzuziehen. Das war auch der Grund, warum wir ein bisschen Probleme hatten, weil es mit Buck nicht weiterging. Guck nochmal, hier waren doch gerade noch die Bienen fertig. Ja, sind sie noch. Und ja, als ich dann gesagt habe, okay, dann sollten wir nicht länger der Anker sein für Buck und ihn hier halten, sondern Stella müsste dann jetzt, wo sie auch alle anderen Reisenden weitergeschickt hat, selber weiterziehen, damit auch Buck weiterziehen kann. Da hat uns Buck dann aber noch einen neuen Auftrag gegeben, wie ihr seht. Und zwar mit Francis. Sollen wir ein paar Besorgungen erledigen? Und das würde ich gerne noch machen. Und anschließend dann nochmal kurz überprüfen, ob wir auch wirklich an Bord alles gemacht haben. Denn ich will ja kein unfertiges Schiff dem nächsten Seelenfahrer oder der nächsten Seelenfahrfrau hier ja, zurücklassen. Ja, das kam rüber. Die Sachen von Leichen klingen, glaube ich, nicht so prägend. Ist es das? Oder sind das die Standardaufträge? Das ist das, glaube ich. Klebstoff müssten wir ja doch. Ich kaufe mal kurz ein paar Schuhe. Da haben wir ja größtenteils schon alles, weil ich ja immer irgendwas auf Vorrat habe. Dann stellen wir ein bisschen Klebstoff her. Das war doch, glaube ich, mit den Schuhen, oder? Doch, das war mit den Schuhen, denke ich. Wir werden es ja gleich erfahren. Okay, ich wusste gar nicht mehr, dass man hier so gar nichts machen braucht bei den Schuhen. Die halten sich sehr lange in ihrem grünen Bereich, der auch sehr, sehr groß ist. Das war eins zu weit, wir sind schwimmen gegangen. Dafür kriegen wir Sonnenblumenöl und Olivenöl. Fragwürdiges Gericht, verbranntes Essen, alter Schuh, Klebstoff. Alles da. Das ist schön, wenn er glücklich ist. Wie sieht es eigentlich hungertechnisch bei dir aus? Ich wusste es doch. Letzte Folge hat er nämlich kaum was verlangt. Die Reaktion war doch etwas verhalten. Habe ich sie ihm beim letzten Mal schon gegeben? Ja, das ging schneller als erwartet. Ich dachte, die Besorgung ist schwieriger. Oder zieht sich etwas länger. Ich bin eigentlich noch nicht bereit.
Aber gut, ich habe ja gesagt, wir prüfen nochmal, wie das Schiff aufgebaut ist, ob wir da noch was machen können. Schick. Hier ist alles schick. Ah, na gut, ich sollte vielleicht nicht genau in der Mitte anfangen. Wobei ich weiß ja, die müssten fertig sein. Da gab es nichts weiter zu tun. Hier, um es aufzuwerten, müssten wir eigentlich Honig hier auch anbauen. Wir verlieren allerdings dadurch ein Feld. Das ist natürlich... da waren wir schon. Das ist natürlich weniger schön. Sieht bisher gut aus. Halt. Ja, da haben wir alles gebaut. Die Wohnhäuser müssten sowieso alle aufgelevelt sein. Ja, da kann ich noch so viel klicken, wie ich will. Bis auf das eine Getreidefeld ist alles aufgelevelt. Und die Bienen sind schon wieder fertig. Wie fleißig sind die denn? Ja, absolut genial. Da. Nein, halt, ich wollte gerade das Feld besetzen. Auch wenn es schade drum ist. Aber dann haben wir wirklich alles aufgelevelt. Oder aufgewertet in diesem Fall hier. Dann machen wir nochmal ein kleines Nickerchen an Bord. Setzen parallel. Schweren Herzens. Kurs auf die Immerpforte. Jetzt, wo es soweit ist, will ich eigentlich gar nicht. Unser Käse ist noch fertig geworden. Wie schön. Dann geben wir jetzt nochmal alles ab. Wir haben kein Essen mehr drin. Wir könnten hier noch ernten, aber dann haben die Bienen nichts mehr und ich will den Bienen ja doch noch was da lassen. Wir ernten einfach mal die Obstbäume. Oha. Ah, ich sehe gerade, ich habe... Dadurch, dass nicht mehr so viele an Bord sind, vergesse ich die Routine. Wir müssen ja erst die Glocke läuten. Aufstehen, Bug! Die Sonne lacht, auch wenn sie gerade verdeckt wird von Gewitterwolken, die ich mal ganz kurz vertreiben muss. Einen Augenblick. Das kriegen wir schnell gelöst. Und gleich ist wieder klarer Himmel. Nanu? Okay, es gibt anscheinend doch noch etwas zu tun. Moment, Moment, es tut mir leid, ihr Lieben. Es tut mir leid. So, Frühstückshunger hat er noch nicht. Dann ist das noch nicht der letzte Gang. Das ist ja schön. Haben wir noch ein bisschen was zu tun. Ich werde aber trotzdem hier schon mal anfangen abzuernten. Runtergerutscht. So, wir wollen zu Edinburgh Lane, hat er gesagt. Wo war denn die nochmal? Das war die, glaube ich, nicht. Nee, das ist der Sunspringplatz. Na, da ist die Edinburgh Lane. Da nehmen wir diese Busstation. Ja,
Das fühlt sich gerade so ein bisschen an, als würde Buck uns noch aufhalten wollen. Wo wir gerade dabei waren, uns zu verabschieden. Oder er spürt, dass das nur so ein halbherziger Abschied ist. Dass ich gar nicht gehen will. Und gibt uns deshalb noch Aufgaben, um uns nützlich zu fühlen. Das wäre natürlich auch noch möglich. Wo habe ich denn die Hühner? Ach, da sind die Hühner. Den ganzen Umbau, ich habe mich noch nicht dran gewöhnt. Dann machen wir also gleich Jagd auf den Ex-König. Dabei hilft er uns doch. Oder hat er die Vögel etwa verspeist? Er sollte sich doch um die Vögel des Arztes kümmern. Wehe ihm. Wehe, er hat den Vögeln was getan. Er stand, glaube ich, auf irgendeinem Dach. Da ist er. Bauers Frau? Müsstest du nicht eigentlich bei den Vögeln sein? Wie viele Karotten will er denn? Anscheinend so viele, wie ich hatte. Okay. Oder irgendeine Anzahl, die ich anscheinend schon erfüllt habe. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert, mein Freund. Und geh bitte dich um die Vögel kümmern. Auf positive Art für die Vögel. Die werden nicht gegessen. Sagen, hä? Wir haben doch seinen Auftrag erfüllt, das klingt gerade so negativ. Aber stimmt ja, wir sollten ihn ja eigentlich bekämpfen und nicht ihm noch was zu essen geben. Okay. So viel dazu. In die Richtung wollte ich. Ist jetzt die Frage. Wenn wir warten würden, gibt er uns dann noch weitere Missionen? Es klang noch nicht so, als wäre es vorbei. Ansonsten gibt es nichts weiter zu tun. Wir könnten uns noch ein bisschen beschäftigen und den einen Tag noch abwarten. Parallel, sollte ich mich irren, haben wir uns ja trotzdem mal auf den Weg machen zur Immerpforte. Aber es kann natürlich sein, dass Buck noch weitere Aufgaben für uns hat. So, ihr lieben Schafe. Lang genug habe ich euch ignoriert. Jetzt gibt's endlich was zu fressen. Ich hoffe, der nächste Fährmann oder die nächste Fährfrau, beziehungsweise Seelenfährfrau und Seelenfährmann,
kümmern sich gut um euch. Es kann natürlich auch sein, dass es wie mit Charon ist, dass wir gar nicht sein Schiff kriegen. Also, dass unser Nachfolger gar nicht unser Schiff kriegt. So rum. Weil wir ja auch nicht Charons Schiff gekriegt haben. Wir haben auch unser eigenes aufgebaut. Da war ja noch nichts gemacht. Mein Freund. Wir machen eine Busreise. Jetzt ist nur die Frage, was tun? Ich würde gerne noch warten, ob Buck noch was für uns hat. Weil das noch nicht so fertig klang. Tür? Danke. Buck, was meinst du? Folgen noch Abenteuer? Hast du noch was für uns? Er sonnt sich erstmal. Dann machen wir es uns auch gemütlich. Wir angeln noch ein bisschen. Das haben wir schon sehr lange nicht mehr gemacht. Das wird jetzt vermutlich ein bisschen langweilig für euch. Ihr könnt ja ansonsten skippen. Ihr seht ja dann an der Farbveränderung, wann es losgeht. Die letzte Reise. Ach ja. Es war aber auch eine schöne Reise. Wir haben viele Leute getroffen. Und hoffentlich auch genauso vielen helfen. Nur eine einzige Sache ist offen geblieben, an die ich mich jetzt auf jeden Fall auch noch erinnern kann. Erinnert ihr euch noch an den einen auf dieser kleinen Insel im östlichen Raum, der seine Axt verloren hat? Wo ich mich ja immer gefragt habe, wie kann ich ihm eine Axt bringen oder die Axt bringen, die ihm fehlt? Ich hätte mir gewünscht, dass man das vielleicht noch auflösen kann. Dass man ihm die Axt noch bringen kann. Und eine Sache haben wir tatsächlich, glaube ich, noch gar nicht fertig. Das ist Susannes Museum. Die ist definitiv noch nicht fertig. Wir könnten ja das sonst noch machen. Allerdings wird das vielleicht wieder zu viel. Ich weiß nicht, was uns da noch fehlt. Vermutlich Fische. 100 Pro haben wir noch nicht alle Fische. Wir könnten theoretisch auch wieder zu ihr. Sie hat irgendwas für uns. Wir gucken mal ganz kurz. Die Zeit nehmen wir uns jetzt noch. Wir müssen ja eh warten. Also verbringen wir doch die Wartezeit ein bisschen sinnvoll. Einmal zu Susannes Museum, bitte. Aber keine Angst, sollte es wirklich an den Fischen liegen, werde ich jetzt nicht noch großartig durch die Welt gucken und versuchen, die Fische zu finden. Es ist ja nur eine nebenher Sammelaufgabe, die man hier bekommt. Ich glaube nicht, dass großartig was passiert, wenn man die Sammlung vervollständigt. Denke ich jedenfalls. Das wäre natürlich, ich würde sonst, glaube ich, eine Extra-Folge draus machen. Also wenn wirklich was Herausragendes passiert, wenn man das abschließt, mache ich eine Extra-Folge oder beziehungsweise einen kleinen Mini-Clip, um euch zu zeigen, was denn da passiert. Ich glaube, wir müssen das jetzt hier nicht unnötig in die Länge ziehen. Wobei es ja auch nicht unnötig wäre. Ich würde das schon gerne weiterspielen. Aber ich habe jetzt oft genug das Ende angekündigt. Das sollte ich auch mal langsam mein Versprechen halten. Und ihr wollt ja bestimmt auch irgendwann mal wieder was Neues sehen. Nicht nur, wie ich hier versuche, den Fisch noch zu angeln, dieser eine Fisch, der noch fehlt fürs Museum. Ich wüsste auch gar nicht, wo ich suchen soll, weil in jeder Region ja andere Fische zu finden sind. Dann müsste ich erst alle Regionen wieder abklappern, um den einen noch zu finden, der fehlt. So, dachte ich mir. Irgendwelche Fische fehlen hier noch. Zwei Stück. Es scheitert an zwei Fischen. Und ich wüsste nicht, wo ich danach suchen soll. Kochen mit dem Immerlicht klingt gar nicht so übel.
Klingt wie eine Fernsehsendung. Ach, schade. Ich dachte, wir können sie verwenden. Toras Outfit. Ist das was für Bug? Wer war Tora? Ja. Hab's leider vergessen. Ansonsten ist das... nein! Ich habe ja nur geraten. Ich habe mir nur gedacht, dass es am Fisch liegt. Oh Mann. Oh. Ich glaube auch nicht... Nein, ich glaube nicht, dass da was passieren wird. Nein, nein, nein. Wir lassen uns jetzt hier nicht verleiten. Wie gesagt, sollte was Außergewöhnliches passieren, werde ich euch das auf jeden Fall auch noch zeigen in einem extra Clip. Wir gucken mal, was Toras Outfit ist. Es sah etwas düster aus. Nicht ganz mein Stil. Wo habe ich denn? Die Wohnhäuser sind hier oben. Da. Nein, 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 nein. Nicht diese Blind. Toras Outfit. Da. Oha, das ist ja wirklich sehr dunkel. Wer war denn Tora? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das ist sehr düster. Nein, wir gehen wieder auf unser Standard-Outfit. Hatten wir schon eine Weile nicht mehr. Und ich glaube, so passt das auch besser. Wir treten die Reise an, so wie wir die erste Reise angetreten haben. So merkwürdig das auch klingt. Ich finde das logisch. Das hier im Jenseits, oder was das hier ist, war ja auch nichts anderes als eine Reise für Stella. So, hier halten wir uns jetzt auf Bereitschaft, legen uns kurz noch schlafen und gucken, ob Buck vielleicht noch was für uns hat. Da, ich wollte gerade sagen, wir können nicht schlafen gehen. Guten Morgen! Hast du was für uns, lieber Buck? Können wir noch etwas tun? Guten Morgen! Hunger hat er auf jeden Fall. Und nein! Ich wollte ihm kurz vor Schluss noch sein Lieblingsgericht geben und... Ah, er hat es ja schon bekommen. Fluch! Wenn wir vielleicht irgendwas Kleines nur geben? Eine Tasse Tee oder so? Dann hat er schneller wieder Hunger. Nein, das können wir nicht machen. Er kriegt jetzt Pommes. Pommes und Pizza sind doch mal eine schöne Kombi. Auch ein bisschen ein Overkill. Ich frage mich, ob sein Hunger auch mal Stufe 2 erreicht. Ach, Buck. Ein letzter treuer Begleiter. Komm her, mein Freund. Lass dich knuddeln. Ja, er hat keine Aufgabe für uns. Was heißt dann wohl? Wir treten die letzte Reise an. Und keine Sorge, ich werde jetzt keinen Cut machen. Das wäre echt gemein. Das wäre richtig gemein. Aber theoretisch ist die Zeit um. Dann wird das jetzt tatsächlich eine Folge mit Überlänge. Was fertig? Oder galt das Zeichen der Kuh? Das kann natürlich auch sein, dass es der Kuh galt. Das sind tatsächlich alle nochmal da. Wir können alle nochmal umarmen. Ja! Stanley! Gwen! Ob es wirklich etwas, eine Spur von ihnen ist, die doch hier ist? Oder sind das nur Erinnerungen unsererseits, die wir hier projizieren?
Andererseits wäre es schön, wenn sie auf unserer letzten Reise nochmal hier sind, sich alle versammeln. Jetzt bin ich durcheinander gekommen. Ach, egal. Wir knuddeln dich nochmal, wenn es noch nicht so war. Giovanni, ein ums andere Mal hast du uns geärgert. Aber du bist trotzdem ein lieber, feiner Kerl. Ja, und ihr beiden, ihr seid Problemkinder, aber ich habe euch trotzdem lieb. Halt! Nein! Ich habe euch lieb. Das heißt, nein, ich wollte nicht die Tür vor der Nase zuknallen. Ihr wisst, was ich meine. Und dass er hier steht, ist ein eindeutiges Zeichen, auch wenn er für sich selbst verschwunden ist. Ich nehme sie übel, aber ich habe ihn trotzdem lieb. Ich muss mal ganz kurz schauen. Haben wir alle? Wo ist eigentlich... Wo ist Jackie? Ach, da ist Jackie. Stimmt ja, wir haben ja sein Haus hier vorne. Damit haben wir uns nochmal von allen verabschiedet. Lilly wartet bereits auf uns. Dann treten wir die letzte Reise an. Ich finde es schön, dass wir uns nochmal von allen verabschieden konnten. Aber irgendwie ist das hier eine einsame Reise. Es hat sonst immer jemand mit uns geredet. Es war immer jemand da. Hat noch ein bisschen erzählt von seinem Leben. Oder ihrem Leben. Lilly ist an unserer Seite, aber... kann oder will nichts sagen. Musikstück. Auch wenn ich jetzt übers Lied quatsche, aber wir können stolz sein auf diese Reise. Wir haben so vielen Seelen geholfen. Bis zum Schluss. Ein schönes Schiff. Haben es aufgebaut und haben es sogar fertig gebaut. Und auch wenn es vielleicht noch so Kleinigkeiten gibt, die ich gerne noch erledigt hätte, bin ich doch insgesamt zufrieden mit Stellas Reise. Ich hoffe wirklich, dass das jetzt hier ein Happy End wird. Bitte wach aus dem Koma auf, wenn es ein Koma ist. Oh, ich muss das auch noch selbst machen. Okay. Thank you.
umschließt die Katze. Wir haben da vor dir nochmal umarmt und das war so eine schöne Szene. Und die Musik dabei war jetzt eine andere als bei den anderen, aber es war, auch wenn es eine ruhigere Variante war, oh, das war richtig schön, ich habe voll Gänsehaut. Seas of time, memories that were left behind, bring us closer to the end of this journey where we grew as friends. Take me through the mist and storms in waters that are still unknown, under getting starlit. Ich hoffe, ich darf das Lied drinne lassen, dass ihr das auch hören könnt. Es gibt mehr Tester, als das Lied reichen kann. Ist ja auch schön. Da sind nochmal alle Sternbilder. Ich hätte mir aber tatsächlich noch gewünscht, dass wir nochmal den Tod treffen, wenn er es denn war. Immer diese Eulengestalt, die ja hin und wieder kam. Und jetzt ist ja nach wie vor offen geblieben, ist das wirklich das Ende einer Reise oder ist es im Grunde nur der Antritt einer neuen Reise? Sind wir jetzt aus dem Koma erwacht? Oder haben wir hiermit das Vorleben, sag ich jetzt mal, oder das eigentliche Leben, haben es abgeschlossen und sind weitergezogen? Das hätte mich jetzt noch interessiert, aber ansonsten ein sehr, sehr schönes Spiel. Hat einen glücklich gemacht, es hat einen mega traurig gemacht, auch jetzt schon wieder. Aber ein richtig gutes Spiel. Spiele, die einen so mitreißen können,
durch quasi jede Gefühlsregung. Das sind immer die besten. So schwer es auch fällt, diese zu beenden. Könnt ihr mal schauen? Ja, wir haben 100% erreicht. Entschuldigung, da wollte ich jetzt nicht. Hier oben sieht man, ich hatte es ja auch schon mal gespielt, bevor die ganzen DLCs kamen, DLCs dazu kamen. Da war hier auch, glaube ich, alles auf 100%. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber dazwischen lag natürlich sehr viel Zeit. Also vieles konnte ich mich gar nicht mehr erinnern. Daher war es für mich auch nochmal quasi eine neue Reise, die jetzt leider beendet ist. Ich hoffe, euch hat das Let's Play gefallen und ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen bis hierhin. Und wir sehen uns dann beim nächsten Let's Play. Bis dahin. Ciao.